Moin Leute, endlich ist es wieder soweit. Letztes Jahr konnten wir in Berlin in der Mercedes-Benz Arena das PUBG Global Invitational live miterleben. Es war absolut fantastisch und am Ende des Tages konnte sich für ein Jahr Korea und China die Weltmeistertitel in TPP und in FPP sichern. Jetzt ist es endlich wieder soweit, denn live aus LA und Oakland wird die PGC, die PUBG Global Championship, stattfinden. Das Tolle dieses Mal, es gibt nur den FPP-Modus, das Ganze ist über 3 Wochen verteilt und wir haben ein deutsches Team mit G2 mit am Start. In diesem kleinen Video möchte ich euch erklären, was denn eigentlich so abgeht, wie das Spielsystem funktioniert, wer denn eigentlich am deutschen Broadcast mitwirkt und selbstverständlich, wo ihr das Ganze und wann ihr das Ganze sehen könnt. Im Laufe von 2019 wurden in den internationalen Ligen, wie zum Beispiel der PEL in Europa oder der NPL in Nordamerika, die besten Teams ausgesucht, die bei der PUBG Global Championship teilnehmen werden. 32 sind es an der Zahl, also gibt es insgesamt einmal Gruppe A und Gruppe B. Gruppe A und Gruppe B werden gegeneinander schon an diesem Wochenende antreten. Daraus werden die jeweils besten Teams automatisch ins Semifinale einziehen. Die 8 schlechtesten Teams aus jeder Gruppe kommen in die sogenannte Elimination Stage, die findet am 10. November statt und hier können sich auch nochmal die besten 8 Teams davon ins Semifinale spielen. Das Semifinale ist also nächstes Wochenende. Hier haben wir noch insgesamt 24 Teams übrig. Hier wird es 3 verschiedene Gruppen geben, die quasi im Wechsel an 3 verschiedenen Tagen jeweils gegeneinander antreten. Gruppe A gegen Gruppe B, Gruppe A gegen Gruppe C und Gruppe B gegen Gruppe C. Die 16 Teams, die an dem zweiten Wochenende die meisten Punkte sammeln, gehen dann ins glorreiche Finale. Das wird an 2 Tagen ausgespielt, nämlich am 23. und am 24. November. Für Europa sieht es dabei gar nicht schlecht aus, denn der FaZe Clan ist momentan top-notch weltweit unterwegs. Sie befinden sich in Gruppe A, genauso wie das deutsche Team von G2. Außerdem zählen weiterhin koreanische und chinesische Teams mit zu den Favoriten. Das Ganze wird von EPW, also mitunter auch mir, übertragen. In den Gruppenphasen als auch in der Elimination Stage mit 2 Castern und ab dem Semifinale und dem Finale dann mit 2 Castern, einem Host und 2 Analysten. Das sind übrigens unsere Gäste. Ich hoffe, ihr konntet einmal ganz kurz Pause drücken. Ihr seht aber, euch erwartet eine fantastische Zeit beim PGC. Da das ganze Event in Nordamerika abgehalten wird, in LA und in Oakland, werden wir leider nicht ganz so günstige Zeiten hier haben. Gott sei Dank ist es das Wochenende. Natürlich könnt ihr jeden Tag noch alle Wiederholungen sämtlicher Spieltage anschauen. Übertragen wird das auf www.twitch.tv/epwbr. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung oder im angehefteten Tweet, je nachdem, wo ihr hier dieses Video seht. Also, liebe Freunde, es geht um 2 Millionen US-Dollar und das beste PUBG-Team der Welt. Einschalten ab heute Nacht.